zum Ansatz. Es gibt ja einmal die Hörwahrnehmung. Also ich höre ein Geräusch, ich kann ein Geräusch hören und dann gibt es die Zuordnung, also die Verarbeitung, die Hörverarbeitung. Also was höre ich jetzt eigentlich? Und die ist ja bei dir sehr stark ausgeprägt. Und wir haben ja auch zum Teil gelernt, zum Beispiel in einem Unterricht, Dinge, die uns jetzt nicht, die nicht so wichtig sind, ausblenden zu können. Oder jetzt zum Beispiel, ich kann ausblenden, dass zum Beispiel im Hintergrund irgendwas an Geräuschen ist, weil wir uns hier gut konzentrieren können. Genau. Das ist ja dann auch nochmal, das hat ja auch noch mit Hörwahrnehmung zu tun. Bin ich jetzt aber frisch Hörgeräte versorgt, ist es ganz oft so, dass die Pfade durch die Hörentwöhnung oder durch das lange nicht das Hören, ich sage immer, das sind Pfade, die im Hirn dann die Ja, Verarbeitung, diese Wege, diese genau, Verarbeitungswege. wenn man sich das so vorstellt wie eine hochgewachsene Wiese und da sind dann kleine Trampelpfade und jedes Geräusch hat einen Trampel oder jedes Wort, jeder Buchstabe, jedes Geräusch, alles hat einen Trampelpfad hinterlassen. Aber irgendwann habe ich diesen Trampelpfad nicht mehr so oft gehört und dann wächst der wieder zu. Jetzt höre ich das auf einmal alles wieder. Jetzt muss ich lernen, diese Trampelpfade wieder zu gehen, damit ich sagen kann, okay, jetzt reguliere ich das wieder runter, weil das Ah tickende ja. Uhr muss ich nicht die ganze Zeit bewusst hören. Ja, genau. Oder das Vögelchen, das da draußen gerade sitzt und mir Ja. etwas vorsingt, muss ich auch gerade nicht bewusst hören, weil wir sind im Gespräch. Ja, Und das ist genau. dann für hörentwöhnte Menschen besonders schwierig mit Au. Hörgeräteversorgung, weil ja alles erstmal quasi wieder hochgedreht ist und auf einmal kann ich alles wieder wahrnehmen und alles wieder hören. Aber erstmal muss ich jetzt auch wieder lernen und verarbeiten, ah, das ist nur das T-Shirt, was raschelt. Ja, Oder das genau. sind nur die Haare, die jetzt gerade im Ja, Wind sind. ja. Oder das ist das Windgeräusch oder so. Und das empfinden die oft als störend, weil sie es noch nicht gut einsortieren können. Und die können das ja dann nicht einfach ausschalten. So Ja, wie du jetzt zum genau. Beispiel den Fernseher einfach ausschalten kannst, weil es dir ein Genau. Gerät ist zu viel. Zwei Geräte Ja, sind zu viel. ja, ja. Und da setzt dann die Verarbeitung von der Hörwahrnehmung ein. Das heißt, die muss quasi geschult werden, damit ich mich wieder auf solche Gespräche besser konzentrieren kann, weil Ah mein ja. Kopf, mein Gehirn, meine Verarbeitung wieder verstanden hat, das sind Geräusche, die gehören zu meinem Alltag, aber die muss ich nicht den ganzen Tag ganz bewusst hören. Und hast du Patientinnen bei dir, Ja, die ich habe das? auch spannende Patienten bei mir gehabt, mit einer Cochlea-Implantatversorgung oder auch Hörgerätepatienten, auch Kinder, mit denen ich dann Hörübungen mache, damit zum Beispiel in der Schule auch Minimalpaare besser unterschieden werden können. Oder wir machen dann auch Hörgeräusche, oft mit Nonsens arbeite ich, weil zu sinnhaften Dingen hat man sofort ein Bild und dann ist man ja nicht mehr sicher, habe ich jetzt Passt Hund das? verstanden, weil ich Hund auch Naja. gleich als Bild habe? Oder habe ich, weiß ich nicht, Hand, Hund? Ja, das sind ja schon, ist ja schon ein Minimalpaar. Was habe ich jetzt eigentlich verstanden? Und wenn ich das Ja, als oder Nonsens mache, okay. dann kann man schon nicht mehr sagen, okay, ich habe ein Bild im Kopf. Also rund, wund, wund, Hand, rund, Hand, Wand, das, was wir schon Genau. mal, ne, Dann so gibt es die diese Paare, die wir Unterscheidung gemacht haben, ne? also im Inlaut, also in der Mitte vom Okay. Wort, am Anfang vom Laut, am Inlaut Ah, oder okay. am Oder am Ende. Ende vom Okay. Laut. Okay. Und dieses, das interessiert mich jetzt sehr. Cochlea-Implantate sind ja oft Menschen, die noch gar kein Hörerlebnis hatten. Also die mit dem Sprachklang ja noch gar nichts, also sie können damit nichts verbinden. Ne? Wir lernen ja über das Hören. Wir lernen Sprache über Hören, wie das klingt, ne? So. Nicht ganz. Oder. Also es gibt auch Menschen, die durch eine Grunderkrankung vielleicht das Hören dadurch immer schlechter wird. Und irgendwann Ah, entscheiden sie okay. sich doch für ein Cochlea-Implantat. Das ist ja auch eine schwere Entscheidung. Wenn man es hat, hat Ah man es. ja, okay. Das ist eine Ja, operative Sache. Das ist ein genau. Implantat. Und das Ja. ist nicht mehr nur ein Hilfsmittel, das man sich aufs Ohr setzt oder Das ins heißt, Ohr setzt. ja, die du jetzt kennst, mit denen du gearbeitet hast, die waren die, die es nach und nach verloren haben, ihr Gehör, oder? Zum Teil, ja. Okay. Weil ich stelle mir das, also ich kenne jemanden, die eigentlich als taub galt, die durch ein Cochlea-Implantat wieder hörfähig wurde und die natürlich mühsam diese Klänge erstmal lernen musste, die wir mit der Muttermilch sozusagen aufsaugen, ne? Absolut, und auch Also das hatte da, ich schon, ja.
Ja. Ah, okay. Das Und ist wie ich lerne hören. Und dann ja, muss genau. jedes Geräusch gelernt werden. Das ist, das ist wie, das kann man sich als Hörender oder Sehender Kann oder ich auch vorstellen. Riechender oder Schmeckender Ja, ja, oder ja. Fühlender, kann man sich nicht vorstellen, ohne diesen Sinn, Ja. diesen Sinn, den man hat, diese Sinnwahrnehmung, die man hat, zu leben. Das ist wie Genau. Dunkelrestaurant. Also Ja. wirklich den Sinn, ich kann nicht sehen, zu erleben, um sich Ja, mal. vorzustellen, wie ist das? Genau. Übrigens ein tolles Erlebnis. Kann ich nur jedem mal empfehlen, sowas zu machen. Es ist, also ja, zieht nicht die tollsten Klamotten an, aber weil es könnte durchaus sein, dass das Glas oder das Essen überall landet, aber nicht in euer Mund. Also allein schon dieser Weg, ne? Oder greife ich zum Glas und merke ich, ist da was drin oder nicht und so weiter. Spannenderweise, es ist ja mit allen Sinnen so, bin ich ganz bei dir. Und ich habe eine frühere Kollegin, die ist Kinästhetin und die sieht bei bestimmten Worten oder Buchstaben, sieht sie Farben. Auch das können wir uns gar nicht vorstellen. Sie hat immer gesagt, das B in meinem Namen Sabine Berg, das doppelte B, sieht für sie braun aus. Das ist für sie braun. Ich sagte, Aber hä, nicht jedes braun? B ist braun dann. Genau, aber nicht jedes B ist braun, weil es kommt drauf an, wie es zusammenhängt. Und wir können uns nicht vorstellen, wie das ist, dass sie da bestimmte Farbwahrnehmungen haben, weil sich das ganze Bild dann quasi in der Farbe ändert. Und umgekehrt kann sie sich das nicht ohne vorstellen. Ja. Andere hören Töne oder also diese Vermischung, die Synästheten eben haben von verschiedenen Sinnen zum Beispiel. Also es ist schon ein sehr spannendes Thema, unsere Sinne. Jetzt sind wir ja beim Hören und damit machen wir auch das nächste Mal noch mal ein bisschen weiter und vielleicht über so ein paar Übungen noch mal sprechen.